Servus. Servus. Das Abenteuer Conference League ist die internationale Bewährungsprobe für den LASK in der aktuellen Saison. Unter der Leitung von Cheftrainer Andreas Wieland und seinem Trainerteam soll im Achtelfinal-Hinspiel der Grundstein für den Aufstieg in die nächste Runde gelegt werden. Ein Trainer der neuen Generation. Ja, Kollege, bravo, bravo! Zu meiner Zeit war es so, dass ich denke, der Trainer eine gewisse Autorität war, eine gewisse Respektsperson, wo man Dinge nicht hinterfragt hat. Mittlerweile ist es so, dass viele Dinge hinterfragt werden, dass man gute Begründungen auch braucht, warum man gewisse Dinge halt auf eine gewisse Art und Weise sehen möchte. Ich denke, dass das Trainertum dann sehr umfangreich ist. Es geht dann auch darum, dass man sich nicht nur um die erste Elf kümmert, die Spieler, die in Wahrheit permanent am Platz stehen, sondern wichtig ist auch, dass man die Motivation hochhält bei jenen Spielern, die vielleicht im Moment nicht die Einsatzminuten bekommen. Das heißt, da ist vielleicht auch ein gewisser psychologischer Aspekt gefragt. Aber wenn du zu dritt bist, dann hast du den Raum. Weißt du, ich meine, du hast ihn, er läuft halt an, er spielt sowieso einen langen Ball. Der Gegner im Conference League Hinspiel, der aktuelle Tabellenführer aus Tschechien, Slavia Prag. Das Ziel, eine Stadt, ein ganzes Bundesland, aber vor allem die schwarz-weiße Familie stolz zu machen. Ich denke, dass der LASK in den letzten Jahren eine extrem tolle Entwicklung genommen hat. Dieses Jahr vielleicht den einen oder anderen Rückschlag miterleben muss. Aber Österreich, Oberösterreich, die Stadt Linz, den Verein international vertreten zu dürfen, macht, glaube ich, nicht nur mich stolz, sondern den gesamten Verein, jeden Spieler, jeden Mitarbeiter, der da mitwirken darf. Ich glaube, das sind Momente auch für Spieler in unserer Mannschaft, die jetzt nicht so üblich sind und den man einfach genießen muss und dankbar sein kann, dass man das mitnimmt in seiner Karriere. Von dem her bin ich da eigentlich immer relativ locker unterwegs, weil ich mir halt denke, wir geben alles, wir hauen alles raus, wir versuchen die Ziele zu erreichen, aber wir haben nicht den Druck wie jetzt riesengroße Mannschaften und das ist schon sicher ein angenehmer Side-Effekt von dem. Doch der Gegner, kein einfaches Los nach einer durchwachsenen Saison auf nationaler Ebene. Langfristig zeigt die Formkurve der schwarz-weißen Truppe nach oben. Nach einem schwierigen Start hat man den Turnaround geschafft. Ja, indem wir einfach wirklich knallhart die Dinge aufgezeigt haben, die funktionieren, aber die Dinge, die auch nicht funktionieren. Ich denke, dass gerade was Aggressivität gegen den Ball betrifft, was auch das Spiel im Umschaltmoment betrifft, wir doch einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht haben. Es ist trotzdem noch notwendig, dass wir eine gewisse Stabilität in unser Spiel hineinbekommen. Bei Vereinen im nationalen Bewerb ist es klar, dass man die Spieler bzw. die Mannschaften etwas besser kennt. Wir haben uns aber trotzdem sofort nach der Auslosung auch damit beschäftigt, gegen wen wir spielen. Sowohl in der Videoanalyse als auch in der Live-Analyse den Gegner gut kennengelernt. Eben der Außenspruch. Und dann nehmen wir es halt den Donner mit. Zwei Tage vor dem großen Spiel wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Das heißt, dann werden wir so machen, dass wir uns im Öfterreich treffen, wo auch immer dann zum Mittagessen. Anschließend einen kurzen Spaziergang machen, besprechen und dann. Grundsätzlich geht es am heutigen Tag auch noch mal darum, dass wir das Spiel aufarbeiten, was am Wochenende gespielt wurde. Und dann geht es gleich in die Analyse bzw. Gegneranalyse für das kommende Spiel. Das umfasst natürlich, wie spielt der Gegner im Ballbesitz, wie spielt der Gegner gegen den Ball, was macht er in den Umschaltmomenten, welche Besonderheiten gibt es, was in dem Fall natürlich auch eine Rolle spielt, ist, welche Spieler sind gesperrt, welche Spieler haben die fünfte gelbe Karte bekommen oder sind eben aufgrund von Verletzungen nicht spielberechtigt. Auf der anderen Seite genauso wichtig die Standardanalyse, das heißt, wie verhalten sich die Gegner bei Standardsituationen in der Offensive, aber auch in der Defensive, wo kann man Räume entdecken, die man bespielen möchte, beziehungsweise welche Räume muss man besonders verteidigen.
Und dann gleich auch der Transfer ins Training. Das heißt, wie können wir die Dinge im Training umsetzen, die wir dann auch am Donnerstag im Spiel sehen. Hier in der Stadt war ich jetzt die letzte Zeit eigentlich wenig, muss ich ehrlich sagen, weil wir eben sehr viele Spiele gehabt haben, aber ich merke einfach, dass einfach im Team ein guter Spirit ist und dass wir uns freuen auf die K.O.-Duelle, weil das ist dann doch immer noch sehr was Besonderes für den ganzen LASK und wir freuen uns einfach auf das Spiel in Prag einmal und hoffen, dass wir eine gute Ausgangslage uns schaffen können dann fürs Rückspiel. Wir wissen, dass jeder, wenn man einen Fehler macht, der andere bessert aus und wir wollen immer den maximalen Erfolg gemeinsam haben und das zeichnet uns eigentlich aus, dass jeder für den anderen alles macht und einfach über die Grenzen auch drüber geht. Ja, ich persönlich kann sehr gut mit Druck arbeiten, komme sehr gut mit dem Druck klar. Ich glaube auch, die Mannschaft hat auch den Charakter. Das haben wir auch, glaube ich, die letzten Jahre international bewiesen. Sonst waren wir auch, glaube ich, nicht Gruppensieger geworden. Eben wie jetzt bei uns als Mannschaft, wenn es jetzt nicht läuft. Und wir wissen ja trotzdem, dass wir die Qualität haben. Und ja, speziell als Stürmer, wenn man dann halt das 1 gegen 1 gegen einen Tormann hat, da kann man nicht alles mit Aggressivität lösen. Da muss man halt einfach cool bleiben und den Ball über die Linie drücken. Ein starkes Kollektiv braucht starke Leader. Der LASK hat einige davon in den eigenen Reihen. Was ein Leader können muss, er muss die Mannschaft einfach führen, auch in schlechten Phasen. Muss er ein Ansprechpartner sein, er muss mit gutem Beispiel vorangehen. Ob ich mich als Leader bezeichne, ich glaube, das müssen andere beurteilen. Wenn die Jungs sich dort aufopfern und man macht halt dann die Tore, bringt den Ball drüber, ist natürlich als Stürmer schon, glaube ich, eine gewisse Form von Leader. Ich bin jetzt nicht einer, der viel redet oder viel anspornt oder viel motiviert oder so, sondern ich bin einfach ein Kasperl, würde ich sagen. Ja, also ich schaue schon, dass ich da immer meinen Senf dazu gebe, aber auf der witzigen Seite. Ja, für mich ist Lachen das Wichtigste, was es gibt. Ausstreuen, dass man glücklich ist, sozusagen. Ich reiße auch immer Witze und bin halt der Kasperl. Sei es auf meine Kosten oder auf die Kosten von anderen, aber so gut kennen mich die Jungs schon, dass sie wissen, dass das halt dann nicht ernst gemeint ist. Das Team hinter dem Team läuft ebenfalls auf Hochtouren. Die letzten Medientermine absolviert, die Plätze im nagelneuen Teambus bezogen und die richtige mentale Einstellung mit dem Gepäck. Es geht Richtung Prag. Ja, es ist immer was Spezielles, weil natürlich, du siehst ein neues Stadion. Ich informiere mich halt immer vorher schon ein bisschen, zum Beispiel, wie schaut das Stadion aus und so. Und bin dann schon immer so ein bisschen gespannt, weil es ja irgendwie doch wie als kleines Kind halt der Reiz ist, wenn du ins Stadion gehst. Und genauso ist es jetzt auch nach wie vor. Und ich glaube, dass da eigentlich vielen Spielern gleich geht. Man tut das, was man gern tut und dann kommt auch jedes Mal wieder, egal in was für ein Stadion das du bist, einfach dieses Gefühl von ja, schon so einer Vorfreude und so einer Gespanntheit einfach. Und
Ja, und der internationale Fußball gibt uns das halt einfach auch, dass wir diese Stadien und diese Sachen erleben dürfen. Viel Zeit, um sich mit der Umgebung vertraut zu machen, bleibt nicht. Der Zeitplan ist straff. Pressekonferenzen für die einen, Aufwärmen für die anderen und die Kabine will auch bezogen werden. Danach wird zum ersten Mal Kontakt mit dem noch fremden Rasen aufgenommen. Ich glaube, dass uns ein richtig hartes Spiel erwartet, weil ich glaube, dass da zwei ähnliche Welten aufeinandertreffen, auch vom Spielstil und einfach auch vom Niveau her. Wir müssen, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, zu 100% am Maximum unterwegs sein. Der Spieltag. Gut 8 Stunden vor dem Showdown gegen Slavia gibt es die erste Aufwärmeinheit. Unter den Augen von Athletiktrainer Jan Kollmann wird mobilisiert und gestretched. Doch auch der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Oh! Ja! Ein Spiel auf internationalem Parkett ist immer was Besonderes. So auch dieses. Über 1000 schwarz-weiße LASK-Fans werden erwartet. Ich bin schon voller Vorfreude, weil ich kann es eigentlich kaum erwarten, weil das Stadion richtig cool ist. Ich glaube, dass eine richtig coole Atmosphäre wird mit unseren Fans auch. Und was ich gehört habe, dass schon viele kommen und oder viele am Weg sind. Und wie die Fans versuchen, unsere Mannschaft nach vorne zu treiben, wie sie die Mannschaft anfeuern. Diese positiven Signale, die einfach nochmal Kräfte freisetzen bei Spielern. Von dem her glaube ich schon, dass das extrem positiv für die Mannschaft, für den Verein, auch fürs Trainerteam ist. Kurz vor der Abfahrt ins Stadion richtet Cheftrainer Andreas Wieland nochmal das Wort an seine Männer. Haben wir schon durchgenommen, sind Bilder aus der Spielanalyse. Entscheidend ist, dass man den Raum attackiert, Duelle gewinnen. Wichtig, unsere Fans sind schon eingestimmt. Der LASK betritt die Arena. Die Fans nehmen sie ein. Das war seine erste ganz gefährliche Aktion. Der LASK bleibt dran. Und das ist das 1:0 nach nicht einmal 3 Minuten. Der LASK kämpft. Allerdings sind die Linzer bis auf diesen ersten Schuss Minute 1 von Wiesinger noch nicht wirklich gefährlich gewesen. Und das ist das 2:0 durch Irasor. Die erste Halbzeit eine ernüchternde für Schwarz-Weiß. Wir haben uns einfach die Schneide abkaufen lassen, speziell in den ersten paar Minuten. Wir waren nicht giftig genug, nicht zielstrebig genug. Ich denke aber, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach verstanden haben, die Zweikämpfe besser anzunehmen. Viel aktiver waren auf die zweiten Bälle. Der LASK bemüht, hat immer wieder Teilerfolge. Hier gelingt dem LASK die Balleroberung, schon im gegnerischen Drittel. Der LASK mit dem Tor! Ja,
gibt's denn sowas? Der Treffer von Usen Balic. Der Last strapaziert das Glück. 4-1 Doppelschlag von Slavia innerhalb weniger Augenblicke und damit ist das Achtelfinale in ganz weiter Ferne. Am Ende waren 20 gute Minuten in Halbzeit 2 zu wenig, um die gewünschte Ausgangssituation mit nach Oberösterreich zu nehmen. Der stärkste LASK-Spieler an diesem Abend, der 12. Mann. Ja, ich glaube, da spreche ich als Fußballer, dass das einfach ein überragendes Gefühl ist. Und unsere Jungs waren zwar weniger, aber die habe ich fast mehr gehört als die Slavia-Fans. Ja, ich bin irrsinnig stolz auf unsere Fans, dass die da mitgefahren sind, dass die uns unterstützt haben. Videos habe ich gesehen aus der Stadt. Einfach überragend und wirklich großes, großes Lob an die Fans. Überragend muss auch die Leistung im Rückspiel werden. Es gibt nur ein Rückspiel und ich bin ein optimistischer Mensch und ich glaube an meine Jungs. Typisch LASK. Aufgeben ist keine Option. Macht irrsinnig Spaß, jeden Tag daherzukommen, die Jungs zu treffen. Ist wirklich extrem amüsant, extrem lustig. Vielleicht sollte nicht immer die Kamera mitrennen. Aber wie gesagt, ich möchte es auch nicht missen, hier zu sein. Das Kabinenklima ist top, auch wenn die Saison nicht wirklich gut rennt für uns. Aber an dem liegt es sicher nicht. Ja, ich bin ein relativ lockerer Typ und auch wenn es um Spielfeld für die Gegner nicht so rüberkommt, da bin ich eher grätzen. Vor Spielen, wenn dann vielleicht die Anspannung ein bisschen höher ist, versuche ich mit lockeren Sprüchen, dass die Mannschaft ein bisschen runterkommt. Die Antwort war Piep! Es geht um ein Fußballspiel, das natürlich wir möglichst erfolgreich gestalten wollen, aber ich glaube, wenn man da zu sehr verkrampft, wird man nicht erfolgreich sein. Anlaufen, so, dass der Innenverteidiger was macht. Auch wenn die Niederlage noch schmerzt, man richtet den Blick bereits nach vorne. Bis ins kleinste Detail wird analysiert und korrigiert. Immer aktiv, immer aufmerksam sein, Männer kontrollieren und nicht aus den Augen verlieren. Attackieren, lange bzw. schnelle Ausführungen unterbinden. Ja, also auf mich bezogen, ich glaube noch fest daran, dass wir den Aufstieg schaffen können. Es gibt, glaube ich, auch keine andere Einstellung mehr als All-In jetzt. Wir sind da mit 3 Toren im Rückstand. Es gibt überhaupt nichts zu verlieren und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Jeder Spieler am Platz, in der Kabine, auf der Bank, auf der Tribüne, die Fans, jeder muss den Glauben haben, dass das noch möglich ist. Wir haben letzten Donnerstag leider in Prag einen sehr schlechten Tag gehabt, wenn man es so ausdrücken kann, mit den schlechtesten in unserer Europacup-Geschichte, seitdem ich beim Verein bin. Und das wird uns morgen nicht mehr passieren. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir eine gute Leistung bringen können und dass wir Slavia Prag auch noch ins Wanken bringen können. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Der Verbleib auf der internationalen Bühne. Man weiß um die eigenen Stärken und die gilt es auszuspielen. Es geht einfach um Mentalität, es geht um diesen Kampfgeist und vor allem es geht darum, in den Glauben in sich selbst, also in die Mannschaft. Wir wissen, dass wir die Qualität haben, wir haben es bewiesen, speziell international haben wir es bewiesen. Und ja, es ist einfach der Siegeswille muss einfach zu 100% da sein. Thank you.
Als wären Europacup-Spiele nicht schon besonders genug, weisen die Conference League-Spiele des LASK in dieser Saison noch eine weitere Besonderheit auf. Durch den Bau der neuen Raiffeisen-Arena ist es notwendig, auf alternative Stadien im Umfeld auszuweichen. Ein echtes Heimspiel hat man also nicht. Jetzt ist es im Prinzip egal, wo wir unsere Heimspiele austragen. Am St. Pölten ist jetzt keine Weltreise für uns, das ist eine Stunde Autobahn. Das geht schon. Und dann werden wir ein Fußballfest feiern, ob es für den Aufstieg reicht. Das werden wir sehen, aber wir werden alles dafür tun. Der LASK kommt mit breiter Brust nach St. Pölten. Auch wenn man für den Aufstieg ein kleines Wunder benötigt, es geht um mehr. Es geht um das Wappen auf der Brust. Darum, sich alles abzuverlangen. Es geht um diese schwarz-weiße Mentalität, niemals aufzugeben. Ich glaube, dass wir in der Mannschaft viel Gewinnertypen haben. Die Mentalität spielt eine riesengroße Rolle. Wir stehen jetzt halt mit dem Rücken zur Wand, aber gerade dann zeigt sich die Mentalität und gerade dann muss man einfach dieses Mentalitätsmonster sein und einfach alles reinhauen für diesen Sieg. Der LASK von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Slavia kommt zur Führung. Der direkte Konter. Sehr gut. Und der muss rein. Der muss rein. Der ist drinnen. Die Tschechen erneut in Führung. Unnötige zweite Gelbe natürlich für ihn, aber die muss er geben. Der Pausenpfiff. Slavia Prag führt. Ich finde, dass wir ganz gut ins Spiel gestartet sind und dann eine Schwächeperiode gehabt haben. Das hat der Gegner ausgenutzt. Und wir dann einfach in gewissen Phasen nicht den Zugriff gehabt haben, nicht die Intensität gehabt haben, unsere Mitspieler nicht unterstützt haben. Das ist einfach angesprochen worden. Und ich denke, dass wir es in der zweiten Halbzeit besser gemacht haben. Der hat ein Tempo von einem trockenen Abschluss, wie der wegmarschiert. Wieder zurück, Wiesinger, der schießt, ja, der passt sogar. Doppelpack für die Wiesinger. Hui, Gattrot. Nachschuss gelingt, Alter! Der Ausgleich, nicht im Abseits, so Tor! Der LASK führt mit 4:3. Was für ein kurioses Fußballspiel. Ja, ich denke, dass wir heute einfach die Tugenden am Platz gesehen haben, die wir von Anfang an hätten zeigen sollen. In Prag war es zu wenig, heute war es absolut in Ordnung. Natürlich ist uns da auch zugute gekommen, dass der Gegner in Unterzahl spielen musste nach den beiden Ausschlüssen. Es tut schon weh, dass wir es nicht geschafft haben, in die zwei Spiele uns für die nächste Runde zu qualifizieren. Aber ich sage, in den nächsten ein, zwei Tagen wird sicher das Gefühl kommen von dem, dass wir stolz sein können auf das, was wir wieder nicht nur für uns als Club, für die Mannschaft, sondern auch für Österreich im internationalen Fußball geleistet haben. Und das sind dann im Endeffekt die Momente, die überwiegen. Wenn wir zurückschauen, wir haben viel überragende Erfahrungen gehabt. Und ich glaube, wir können viel Positives mitnehmen, viel Lessons mitnehmen und nach vorne schauen. Auch wenn das Abenteuer Conference League im Rasen von St. Pölten ein Ende findet, darf man zu Recht stolz auf die eigene Leistung sein. Und auch wenn sich das Kapitel 2022 vorerst schließt, steht man bereits in den Startlöchern für eine neue Episode. Denn nur gemeinsam sind wir LASK.